Peace, Freunde! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier bin ich wieder. Hier ist wieder euer Jan. Und heute habe ich ein Video für euch, in dem ich euch zeige, was ich in meine Sporttasche reinpacke, was ich zum Spielen mit hole, was ich zum Training mit hole. Und ja, Freunde, wenn ihr sehen wollt, was da drin ist, dann müsst ihr dranbleiben. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Falls ihr wissen wollt, warum ich das hochlade, und zwar hat unter einem Video von mir jemand kommentiert, mach doch mal ein Video, so eine Art What's in my Goalkeeper Bag. Und ja, das Kommentar hat noch mega viele Likes bekommen und deswegen habe ich gedacht, komm, hau ich das einfach mal raus. Und ja, an dieser Stelle muss ich noch einen kleinen Shoutout geben an Sporthacks für diese geile Tasche. Die habe ich vor ungefähr einem halben Jahr von denen bekommen und ich bin mega zufrieden damit. Ich hatte die Tasche schon mit in Urlaub. Du hast so viele Stauräume hier drin. Hier zum Beispiel hast du ein kleines Gefach für irgendwelche Kleinigkeiten reinzumachen. Hier drin werdet ihr gleich sehen, habt ihr mega viele Gefächer. Dann habt ihr unten ein Gefach, das man abtrennen kann. Da habe ich jetzt zum Beispiel meine Schuhe drin. Und dann hast du hier noch so zwei Schlaufen wie beim Rucksack. Also kannst noch zumachen, keine Ahnung, kannst hier noch was reinmachen. Die Tasche ist wirklich mega praktisch und ich würde sie nicht mehr hergeben. Ich werde auch unten mal einen Link reinballern. Keine Angst, ich verdiene daran nichts. Das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Deswegen könnt ihr ja mal Sporthacks abchecken. Die haben noch andere coole Sachen. Aber jetzt lange genug gelabert. Jetzt fangen wir einfach mal an. Und zwar geht's los mit den Schuhen. Habe ich da unten ein paar Schuhe in meinem Schuhgefach drin. Ich habe in der Regel immer zwei Paar Schuhe am Start, für den Fall der Fälle, dass mal ein Paar kaputt geht. Also die Adidas X, mit denen trainiere ich auf dem Rasen. Mit dem Puma Future trainiere ich auf Kunstrasen. Einfach nur deswegen, weil ich Angst habe, dass ich die Puma Future auf Rasen halt zu dreckig mache. Und die gehen halt schneller sauber, die X. Das ist nur Synthetik, das hier ist eher so stoffähnlich. Und mit denen spiele ich auch meine Spielen, also die überwiegende Anzahl von Spielen werden damit abgehalten, außer wir spielen auf Rasen und dann hole ich den Predator. Da habe ich halt, das ist der einzigste Schuh, den ich habe mit Schraubstollen und das ist ein Tipp, den ich euch wirklich mit auf den Weg geben kann. Zieht auf Rasen als Torwart immer Schraubstollen an. Ihr seht, man kann es vergleichen, du hast einfach mal locker 5 mm oder so längere Stollen. Also du kannst dich damit fester abdrücken, du hast einen stabileren Stand. Für mich ist das wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich auf Rasen immer mit Schraubstollen spiele. Ja, das sind meine Schuhe. Okay, da habe ich noch Laufschuhe dabei, wenn mal der Coach sagt, ja, ihr habt euch nicht benommen, zieht mal die Fußballschuhe aus, Laufschuhe an und ab geht's in den Wald. Macht er zum Glück nicht oft, aber für den Fall der Fälle haben wir hier was am Start. Und ja, würde ich sagen, gucken wir gleich mal oben rein. Und ja, Freunde, ihr seht hier 1, 2, 3 Gefächer habe ich gleich direkt. Hier habe ich zum Beispiel mein Tape und solche Untertape-Binden drin, wenn ich wieder umknicke. Ich habe nämlich ein bisschen Probleme mit meinem rechten Sprunggelenk. Deswegen muss ich da des Öfteren tapen. Und da ist es einfach angenehmer, wenn ich da eine Ladung von dem Untertape drunter mache. Dann zieht das Tape nicht so an den Haaren, haftet genauso gut und es lässt sich halt auch einfacher wieder abziehen. Hier habe ich dann einfach Shampoo, Duschzeug und Deo. Und dann geht es schon gleich los mit meinem Tascheninhalt. Hier habe ich meine Sportklamotten. Hier habe ich meine beiden Paar Torwarthandschuhe. Also immer ein Ersatzpaar Torwarthandschuhe am Start. Hier habe ich in so einer coolen Torwarthandschuh-Tasche. Mega praktisch. Kann ich nur empfehlen. Dann habe ich hier so einen Beutel, wo ich meine Klamotten reinmache, die ich nicht anhatte, damit sie nicht mit der Schmutzwäsche vermischt werden und dreckig wird. So, dann habe ich natürlich eine Cabby am Start. Ganz wichtig für jeden Torhüter, glaube ich. Wenn die Sonne tief steht, muss man nicht immer so da stehen. Ganz praktisch. Dann habe ich Ellenbogenschoner. Ja, brauche ich eigentlich so gut wie zu jedem Training. Ich bin da kleines bisschen empfindlich an den Ellenbogen. Okay, wenn man 5-mal die Woche auf harten Untergrund trainiert und fällt immer darauf, dann das machen die Ellenbogen irgendwann nicht mit. Meine machen es nicht mehr mit. Ich habe beide Schleimbeutel entzündet und wenn ich jetzt einmal wieder fester drauf falle, dann ist direkt wieder angeschwollen, dick, blau, was weiß ich. Deswegen muss ich immer die Ellenbogenschoner anziehen. Aber das ist kein Thema, die sind wie eine zweite Haut und es ist einfach auch angenehmer. Passen wirklich sehr gut und da oben hast du so einen kleinen Grip,
so einen kleinen Latex, der dann sich da oben festhält. Und ja, damit kann man auf jeden Fall ohne Probleme auf feste Untergründe fallen. So, machen wir gleich mal weiter. Was habe ich noch so drin? Hier sind meine Badelatschen. Mega bequem, die Dinger von Nike. Die habe ich mal beim Dreh mit Aubameyang bekommen. Nice. Dann ganz normales Handtuch. Schienbeinschoner. Und da hängt es schon dran, das Gadget, was ich auch jedem empfehlen kann. Und zwar ist das so ein Schienbeinschonerhalter. Ich ziehe die Schienbeinschoner an. Komm, ich zeige es euch gerade schnell. Ich ziehe ganz easy die Schienbeinschoner an. Dann mache ich den Schienbeinschonerhalter drüber. Und das war's. Da rutscht nichts mehr. Das nervt überhaupt gar nicht. Ich muss noch nicht mal in der Halbzeit irgendwie meine Schienbeinschoner wieder hochziehen. Das ist echt mega praktisch. Das ist auch nicht eng. Du fühlst dich nicht, als wäre irgendwas abgestellt, wie wenn du da Tape drum wickelst oder sonst irgendwas. Kann ich wirklich empfehlen. Das hat mir auf jeden Fall das Schienbeinschoner-Tragen leichter gemacht. Und ja, dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Inhalt. Hier habe ich meine ganzen Klamotten. Ich habe es eben schon angesprochen, ich spiele immer mit Ellenbogenschoner und genauso gehe ich auch mit meinen Knien um, weil wir haben in Hangard echt einen harten Kunstrasen und auch einen recht alten Kunstrasen. Wenn du da mit kurzen Hosen spielst, tust du dir immer die Knie aufschmürkeln oder aufrutschen, wie auch immer. Deswegen muss ich leider auch im Sommer immer lange Hosen tragen, aber ja, gibt Schlimmeres. Dann habe ich ein paar Sportsocken am Start, auch ganz easy. Das sind jetzt welche von Tape Design. Hier habe ich welche an von Nike, die sind auch mega. Also hier die von Tape Design, die haben noch solche Anti-Rutsch-Noppen dran. Finde ich ganz okay, aber es ist manchmal schon ein bisschen nervig, weil du kommst dadurch ein bisschen schwerer in Schuhe rein. Wenn du dann in Schuhen drin bist, dann rutschst du zwar überhaupt gar nicht mehr, das ist schon geil, aber ja. Die Nike-Socken finde ich auch okay, also ich merke da keinen großen Unterschied. Deswegen, dann habe ich noch ein paar gepolsterte Unterziehhosen mit, meistens. Und natürlich ein Torwart-Trikot mit der Nummer 1. Und noch ein Torwart-Trikot, wo habe ich es? Und natürlich noch ein Ausweichtorwart-Trikot, falls die gegnerische Mannschaft mit dem gleichen Trikot, mit der gleichen Trikotfarbe spielt wie ich. Dann noch ein Warmach-Pulli am Start. Meiner ist jetzt gerade in der Wäscheleiter, deswegen habe ich den Freekickers-Pullover mal eingepackt jetzt hier zum Video. Und dann noch ein Warmach-Shirt von Hangard natürlich. Und ja, frische Unterwäsche. Und ja, Freunde, das war's eigentlich. Das sind alle Sachen, die ich so regelmäßig mithole zu meinen Spielen, zu meinen Trainings. Und ist euch was aufgefallen? Holt ihr noch irgendetwas mit, was ich jetzt zum Beispiel vergessen habe und wo ihr sagt, das muss man doch mitholen als Torwart oder generell als Fußballer? Ah, hier sehe ich noch gerade den Broich Fit Control AX2 rumfliegen. Zu dem Handschuh habe ich gerade noch das Review fertig gemacht, also die letzten paar Sätze habe ich dazu abgetippt. Die spreche ich jetzt noch auf, lege es hinter das Video ist schon fertig und dann erwartet euch Ende der Woche der Torwart-Handschuh-Test zu diesem Handschuh. Und wenn ich demnächst wieder so ein Video machen soll, wo ich irgendetwas vorstelle von mir, dann schreibt mal in die Kommentare, über welches Thema ihr was von mir wissen wollt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns schon bald wieder. We'll be right back.